So, hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Ja, wer ist denn da? Hallo du! Herzlich willkommen, mein putziger kleiner Mützenwicht! Schön, dass du mich im letzten Winkel des Gebirges besuchen kommst! Und komm bitte wieder, sobald du etwas Großartiges verbracht hast! Nicht vergessen! Was ist denn dieses Großartige? Ich drück jetzt mal auf L, aber der will wohl auch nicht mit uns... Echt nicht? Was will der denn? Weiß ich jetzt gar nicht, was der will. Großartiges. Guck mal, ich bin jetzt hier hochgeklettert. Okay. Das suche ich mal schnell. Weil, ich weiß jetzt echt nicht, was der von uns will. Bigoron Minish Cap. Schauen wir mal. Bigoron. In Legend of Zelda Ocarina of Time, Majora's Mask, Oracle of Season Minish Cap. Okay, das hab ich. Okay, ich erfahre gerade etwas, was ich so wohl nicht rausgefunden habe. Scheinbar ist das tatsächlich eins dieser Spiele, wo man Fati immer und immer wieder bekämpfen kann und das auch gespeichert wird. Ja, dann versuchen wir das doch mal, würde ich mal sagen. Dazu nehmen wir jetzt das da. Wir sind ja ausgerüstet, haben ja volles Leben. Diese Scheißviecher, ey. Aber ihr könnt mich mal, ich bin jetzt in Hyrule. Da kann ich rein. Jetzt sind wir im dunklen Schloss von Hyrule. Dann machen wir das doch einfach in dem Part. Da habe ich nichts dagegen. Ach, und hier oben waren wir auch tatsächlich noch gar nicht. Ach, hier gibt es Fake-Türen, ne? Hier gibt es Fake-Türen. Das müssen wir uns merken. Ja. Na klar. Es ist nicht wahr. Ich schlag in alle Richtungen. Und dieses Viech trifft mich. Ja, danke. Das hilft mir weiter. Super. Nein, Arsch. Verpiss dich. Gib mir ein Herz. Gib mir ein Herz. Okay. Die Frage ist, können wir hier nur runter oder können wir hier auch hoch? Natürlich können wir auch nicht hoch. Was anderes hätte mich aber auch gewundert. Wo spawnt er da? Ja, aber erwischt hat er mich, Witter. Angeblich. Na super. Moment. Ah ja, ich sehe es. Die Kugeln, die die Statue spuckt, die kannst du mit dem Schwert abwehren. Okay. Ja, gut zu wissen.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist schön schwer. Wow. Oh nein. Hallo? Bleibst du mal da, bitte? Ja, komm her. Komm her. Ich mach dich alle. War ja so klar. Ja, natürlich. Einer erwischt mich immer. Irgendeiner erwischt mich immer in dem Spiel. Okay, da ist nichts. Was sagt denn die Karte, was da ist? Warum ist der Beutel so riesig? Wow. Okay. Nein. Ach, und das Reset, oder was? So, warte, wie mache ich das jetzt? Ich hab's falsch gemacht, scheiße. Ja, das war falsch. Warte, ich kann jetzt hier rein. Sehr schön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Erwisch ich. Schauen wir mal weiter. Das ist irgendwie ziemlich assi, oder? Naja. Wait, what? Du musst dich hier und dann... Das ging gerade noch so schnell genug und wir finden einen Schlüssel. Oh, nice. Warte mal, Karte. Da oben geht's nicht mehr weiter. Ja, dann wissen wir ja, wo wir den Schlüssel einsetzen müssen. Das ist in Ordnung. Nee, warte, da sind wir hier falsch. Ah, wunderbar. War das hier rechts, ne? Ja. Sehr schön. Wir gehen nach unten? What? Wieso gehen wir wieder nach unten? Aber okay. Weg mit dir. So. Die nehmen wir alle mit. Was wir haben, Hammer. Ja, danke für die Bomben. Boah, was ist denn los? Ich habe so ein Kratzen im Hals. Das ist voll schlimm. Ja, das war mir so klar. Die sind alle. Die sind definitiv alle so. Daher weg. Weg. Und weg. Okay. Oh Gott, warte. Warte. Oh, da hast du ja auch deinen Spaß, ey. Okay, wir brauchen... Hier ein. Nächsten brauchen wir hier. Ja, ja. Dann brauchen wir ein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was für ein Aufwand. Hier. Nein! Ich wollte loslassen. Verdammt! Oh, das dauert das so ewig. So. Da einer.
Oh Mann. Da einer. Da einer. Bevor ich jetzt irgendwas überlege. Haha, du kannst mich mal. Sonst geht's euch gut, gell? Ich will das Geld. Was? Die klauen mir Geld? Ist das euer Ernst? Ja, danke, dass mir das auch mal einer sagt. Verreck. Klaust mir kein Geld, du kleiner Penner. Ach, und hier gibt's gar nichts. Geil. War hier vollkommen umsonst. Und durfte erleben, wie man mir hier richtig viel Geld abzieht. Oh, Hammer. Trolling Level on over 9000. Ja, das ist natürlich auch nichts. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja, natürlich leben die alle wieder. Ist in Ordnung, dann leben die halt alle wieder. Hab ich doch kein Problem damit. Ich will da nicht dieses Item haben, irgendwie. Ich will das hier ausgerüstet haben. Oder den Bumerang. Den Bumerang ist geil. Moment, sind wir jetzt nicht wieder am Anfang? Ja, geil. Hat sich ja voll gelohnt. Wow. Und wie sich das gelohnt hat. Wow. Warum zur Hölle bin ich hier? Also irgendwie habe ich da jetzt keinen Weg gefunden. Das war irgendwie dämlich von mir. Finde ich ein bisschen unnötig, dass das jedes Mal wieder gemacht werden muss. So. Geht mir auf die Nerven, verpisst euch wieder. Also man kann die 100% gar nicht schaffen, wenn man Fatih nicht das erste Mal besiegt hat. Das weiß ich jetzt. Das ist schade. Aber okay. Du kannst mich mal... Weg. Ah, wenn ich doch jetzt nur volles Leben hätte. Glücklicherweise dauert das nicht mehr so lange hier. Da ist noch einer. Ach, wunderbar. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Weil halt alle Räume auch wieder ausgegraut sind, ne? Gehen wir jetzt einfach mal dahin. Hast du gut gemacht! Ist das dein Ernst? Da kriegst du doch die Krise, da macht ihr einfach so einen Heftsprung, aber am Gegner vorbei. Muss sich ja auch lohnen. Ja, wo bist du? Ja, du Spack. Ja, ich hab dich kein zweites Mal getroffen. Deine Oma hat auch Fantasien. Hä? Hier war ich doch. Wo muss ich denn hin? Okay. Also ich bin gerade etwas verwirrt, wie man es mir vielleicht ansieht. Ja, aber dann bin ich doch da auch falsch. Ja. Mich schon gewundert, das ist doch, ja, da waren wir doch schon überall. Hä, wo muss ich denn dann hin? Okay. Man kann
kann irgendwie ins erste Obergeschoss kommen. Okay. Whatever, give me. Bin ja wieder da. Was zur Hölle? Wo muss ich hin? Wieso war mir nur klar, dass der mich treffen würde durch nichts? Er hat mich angeguckt, dann bin ich gestorben. Neulich in Zelda. Ja, das passiert halt immer. Ich meine, wem ist das noch nie passiert, dass er angeschaut wurde und dann gestorben ist? Hä? Aber da rechts komme ich doch nicht hin, oder? Doch. Ja, Herzen gibt's hier natürlich nicht. War die Fee. Geil. So verdient, weil du, kleiner Penner, mich nicht getroffen hast. Ach, da kommt man ja nicht lang. Aber warte, ich sehe. Nee, hä? Ich check's nicht. Ich komm hier nicht weiter. Okay. Ist ein bisschen scheiße irgendwie. Wie soll das hier weiter? Ich meine, okay. Nee, hä? Ich check das nicht. Oder gibt's hier irgendeine Möglichkeit, die ich nicht beachtet habe? Runter? Nee. Kommen wir auch wieder nur runter, das bringt uns doch nichts. Oder müssen wir hier ernsthaft raus und von woanders ins Schloss rein? Ich meine, da waren wir doch jetzt auch schon, oder? Kannst mich mal. Warum war denn der jetzt nicht tot? Ach, leck mich! Na, hier war ich auch schon. Ja, geil! Hab ich mir den unnötigen Schaden wieder geholt, ne? Ach, leck mich doch! Verpiss dich! Ganz ehrlich, weg! Darunter, Link! Hol dir die Fee! Nein, die Fee, Link! Dass dieses Viech, das dich mal wieder heilt, nachdem du mal wieder Heilung brauchst, weil du mal wieder ein Trottel bist! Oh Gott, ey! Ja, da wandert Auermacht! Dein Bubu ist Dudu! Ich weiß! Wir kommen doch hier sonst nirgendwo hoch. Nee, ne? Hier nicht. Ich weiß, nee, hä? Nee. Da kommen wir auch nirgendwo hin. Aber irgendwo im Obergeschoss ist ein Eingang. Kommen wir da hoch. Da waren wir doch schon überall. Da waren wir auch schon überall. Ihr könnt mich mal. Ah ja. Nein? Aber wenigstens etwas hat er sich gemerkt. Das ist doch nett. Auch wenn er sich die schon wieder nicht gemerkt hat, aber das ist in Ordnung. Nope. Ehrlich gesagt, checke ich das gerade nicht so ganz. Was zur Hölle? Was haben wir gelöst? Hier
geht's doch gar nicht weiter. Jetzt haben wir den Schlüssel. Den Schlüssel haben wir eingesetzt. Ich check das gerade echt nicht, wo wir da jetzt hin müssen. Und dann kommen wir doch wieder hier runter. Na? Ja. Jetzt sind wir hier unten. Hier geht's nirgendwo hoch. Was? Du und du, du kleiner Penner! Du bist schon tot! Weißt du, wie tot sein geht, indem man nicht lebt? Das ist doch jetzt echt nicht wahr. Lass mich in Ruhe. Verpisst euch einfach. Verpisst euch einfach. Und da ist doch sonst gar nichts. Das war verdammtes Glück. Ja toll, da kann ich mir jetzt Geld farmen. Was bringt mir das? Hier ist nichts. Hä? Ich meine, wir haben nur diesen Raum freigeschaltet. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber... Nö. Auch nicht? Was soll das sonst sein? Ach ja, da war ja was. Das hier sieht mir irgendwie mysteriös aus. Auch hier nicht. Okay, Fatih, du hast mich jetzt irgendwie total verwirrt. Weil ich meine, das ist das, was wir freigeschaltet haben. Aber hier ist nichts. Ja, die leben auch wieder. Das lohnt sich ja voll. Ich weiß jetzt echt nicht, wo wir hin müssen. Sollen wir nochmal versuchen, dahinter zu gehen? Vielleicht können wir irgendwie von unten hoch. Das wäre die einzige Möglichkeit, die mir jetzt so als sinnvoll... Hallo, du nach unten! Meine Güte, ey. Auf die Fresse. Bevor du wieder auf die Idee kommst, Scheiße zu bauen, mache ich das selber. Warte, da können wir runterfallen, ne? Ist das das, was wir wollen? Warte, wie waren das? Die waren doch immun gegen alles, ne? Das kennt man ja nur gut genug. Weg, weg, weg. So. Ach, hier gab es eine Bombenstelle? Echt? Geil. Aber wir können hier nichts schieben. Moment. Ist nicht euer Ernst. 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 Ich komme da natürlich nicht wieder hin. Ist ja klar. Oh, wer lebt denn da?
Ich meine, es gibt zwar keinen Grund, warum ihr wieder leben solltet, aber das ist euch ja egal. Ja, ja, komm, erzähl mir doch was von Krieg. Da will ich, da muss ich ja gar nicht hin. Ach. Lass mich. Ich will ja nichts sagen, aber es ist irgendwie lächerlich, wie die mich teilweise treffen hier. Nur mal so gesagt, ne? Wenn ich ihr werde, ich würde mich im Grab umdrehen, mich schämen, weil ich hässlich und dumm bin. Meine Fresse. Weiter, weiter, weiter. Ja, no one cares. Weiter. Natürlich leben die alle wieder. Was auch sonst. So, mit welchem Item kriege ich euch effektiv allesamt einfach tot? Mit keinem. Da war ja was. Sehr gut. Warte. Habt ihr das gehört? Das ist genau dieses Anzeichen. Daran erkennt man, dass man eine Wand sprengen kann. Es ist natürlich saumäßig gemein, dass sie das so gemacht haben. Danke. Danke. Vergiss es. Danke für diesen Treffer, den ich nicht abwehren konnte. Egal, wie ich es hätte machen sollen. Das geht nicht. Ja, jetzt sind wir jedenfalls hier oben. Also ging es doch noch weiter. Oh. What? Was habt ihr denn für Ideen? Aber ich krieg den Treffer! Das ist ja wohl nicht wahr, ey! Treffer, hallo, ihr leckt mich! Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich! Ach Gott, nee! Und für die gibt's natürlich gar nichts. Das ist so unfair. So unfair. Ja, ist in Ordnung. Du kriegst auf deine Fresse. Das zähl ich nicht. Haha, du bist tot, obwohl du gecheatet hast. Was ist da? Natürlich ist da was. Kommen wir da hin? Keine Ahnung. Ja, na klar. Meine Freunde. Bye, bye. What? Na komm, wer von euch beiden will mich attackieren? Auf die Fresse. Auf die Fresse. Kommt nie wieder, danke. Okay, da ist ein großes Item. Wie kommt man da hin? Scheinbar so nicht. Ach, oh nein. Okay. Ja, damit ist die Priorität klar bekannt. Wenn wir hier eh nur ein Item finden, ja, pfff. Wir finden den Kompass, das ist doch super. Haben wir ja wenigstens irgendwas erreicht, ne? In diesem Part, ja, jedenfalls würde ich mal sagen, falls euch der Part trotz gewisser Fails gefallen hat,
Würde mich über ein Like und einen Kommentar freuen, ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Bis dahin, Servus!